Hallo YouTube, hier ist er wieder, euer Westerrade Diego. Ja, es hat sich viel geändert, ihr seht das gerade auch schon. Und was ihr nicht seht, das ist die Update-Version von der Map. Hat sich so ein bisschen was geändert, Wasserplane, diese kaufbaren Wälder sind raus. Und leider auch die PDA. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand die alte PDA besser. Wegen hier, da war dieser Weg rot eingezeichnet, ne? Weil ich bin eben auch schon mal hierher gefahren. Also wenn du hierher fährst, lernst du zwar ganz viele Sachen kennen, ja, aber du kommst nie wieder zum Hof zurück. Das ist alles Sackgasse hier hinten. Also dieser Weg ist hier, ist Einbahnstraße quasi. Nein, Sackgasse. Und ja, früher war halt so eine schöne rote Linie hier, da konnte die Amöbel Hashtag orientierungslos auch gut zurechtkommen. Und ich weiß nicht, bei der anderen ist das mir nicht aufgefallen. Aber hier passen jetzt die Felder nicht mehr, ne? Also das ist alles versetzt jetzt. Und dadurch, dass die Straßen nicht mehr rot und anderfarbig übergemalt sind. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe eben schon überlegt, ob ich die alte PDA-Map wieder reinnehme, ne? Ich meine, ist ja nur ein Bild, was eben getauscht werden muss. Ist ja kein Akt. Tja, so ist das, ne? Dafür wurde die Wasserplane gefixt. Ich muss nachher mal bei der BGA vorbeicruisen. Da war nämlich Land unter. Ich hoffe, das haben die auch repariert. Ne? Muss ein bisschen zärtlich fahren hier. Ich würde auch gerne Innenansicht eben, aber der Trecker ist so dreckig. Ne? Ja, ansonsten, maschinentechnisch hat sich auch ein bisschen was gewandelt hier. Auch, dass ich jetzt mit dem hier bin ich jetzt per Du. Ne? Wir haben uns fast 2 Tage lang angebrüllt gegenseitig. Ja. Und dann hat er zu mir Wörter gesagt, die möchte ich hier nicht wiederholen. Und dann habe ich mir mal gezeigt, wie das geht. Ne? Und jetzt hat er Zwillinge. Ob er will oder nicht. Ja. Das war ein harter Weg, das sage ich euch. Auch Sachen bei, die ich nicht verstehe. Also bis jetzt noch nicht verstanden habe, warum das so ist. Aber er hat jetzt Zwillinge. So. Wir fahren nach Hause. Ja. Auf der wunderschönen Westerrade-Map. Also zocken kann man hier drauf, ne? So ist es nicht, ne? Ich weiß nur nicht genau mit welchen Maschinen, weil ja, bei dem ganz kleinen Besteck wirst du hier paddelig, ne? Also, das, ne. Ein bisschen was muss schon kommen. Jetzt will ich aber auch nicht die ganz gewaltigen Klamotten, will ich auch nicht, ne? Müssen wir mal gucken. Wir werden wahrscheinlich mit 2, 3 Meter Maschinen arbeiten. Ich denke, das ist noch so am sinnigsten. Ich habe ein paar Felder gekauft schon, wo ich denke, so, ja, die passen noch zu meinem Beuteschema. Pflügen, habe ich festgestellt, kann der alternative Helfer genauso gut. Probleme hat er halt, wenn du einen Güllefass hast zum Beispiel oder einen Düngerstreuer, der eine eigene Achse hat, der quasi nachläuft oder wie man auch immer das nennen mag im Fachjargon. Da hat der alternative Helfer massive Probleme mit. Ja, muss mal gucken, wie wir das machen. Ich weiß auch nicht so genau. Dann habe ich hier zufälligerweise eigentlich diesen wunderschönen Hof gefunden. Erst mal eine halbe Stunde überlegt, wie man wohl das Tor aufkriegt. So. Dann geht's. Aber wenn man erstmal. Dann geht's. Ne? Sehr schöner Hof, direkt neben dem Kuhhof. Leider keine geheime Zufahrt. Ne? Man müsste jetzt echt überlegen. Nein, ich bin nicht erkältet. Man müsste jetzt echt überlegen. Ich weiß nicht, ob ich die Map überhaupt entpacken muss, wenn ich nur das PDA tausche. Ich kann sein, dass ich den nicht mal entpacken muss. Wenn ich den entpacken muss, ich glaube, dann baue ich mir auch gleich noch einen Geheimweg ein hier. So. Komm mal ran hier, ein kleiner Deutz. Aber mach dich hübsch. Ist nicht hinten die Fensterscheibe. Nein, die ist nicht. Nein, die ist nicht auf hinten. Nein. Das stimmt ja gar nicht. Jesus Christ. So. Ja, obwohl. Innen könnte man auch mal sauber machen. Ne? So ist es nicht. Ne? Aber besser ist. Ich habe irgendwie ein besseres Gefühl, wenn die Scheibe zu ist. Das mag beim Schlepper vielleicht auch nicht ganz so kriminell sein, aber. Beim Auto macht man das, glaube ich, nicht. Mit Fenster auf, Autowaschen.
weiß, es gibt YouTube-Videos, wo auch das schon versucht wurde. Was ist denn? Oh, ist der Fluch wieder dreckig hier. Jesus, Jesus. Ist ein schöner, müsste nur blau sein. Ich mag blaue Flüge. Ach, jetzt wieder eine halbe Stunde lang das Frontgewicht polieren, oder was? Seh zu. Manchmal habe ich das Gefühl, ein bisschen weiter weg geht, klappt das besser. Und im Real Life klappt das besser, wenn man näher rangeht. Oh, dann bleibt das Gewicht halt dreckig. Was ist denn jetzt hier? So passiert gar nichts. Man muss weiter weggehen. Warum auch immer. Ist jetzt gut? Ja. Ach, fast. Oh, den letzten Schmodder auch noch weg. Ja. Hallo? Ein bisschen Sauberkeit muss ja auch sein, ne? So, Höllengerät. Schweige bitte. Muss ich noch gucken, dass ich mit Gaspedal und Joystick laufe, da bringe ich mich nur halb bei um. Aber nur halb. Teilweise überlebe ich das sogar. Wir reißen jetzt auch hinten direkt erstmal wieder die Luke auf. Ja, nach dem Dampfstrahler ist immer so muffige Luft in der Kabine. So, jetzt ist besser. Jetzt muss ich erstmal gucken, ich bin so nah an der Wand gefahren. Jetzt muss ich hier erstmal gucken. Dann fahren wir halt so. Ich wollte es nicht alles kaputt machen da. Das ist so schön. Wollte weder die Wand demolieren, noch das kleine Gerüst, das da extra neben ist. Für kleine dicke Diegos, ne? Dass die auch mal von oben die Maschinen sauber machen können. Ne? Ist besonders spannend wird das, wenn der Dreschkasten da mal steht oder so. Ne? Macht das ja auch wirklich Sinn. Ich feiere sowas übrigens. Ne? Das sind so diese, das sind diese Kleinigkeiten, die dem Zauber Zucker geben. Ne? So. Fahren wir nicht ganz bis in der Ecke. Wir haben ja Platz genug. Also es ist ja wirklich Platz genug vorhanden. Bisschen zurück noch. Ach. Really? Not really. Ja, ein bisschen. Ich glaube, der geht doch beim Flügen nicht weiter rein, ne? Nee, nee, der geht beim Flügen auch nicht weiter in die Erde. Das ist mehr so ein Oberflächenschäler. Weil ich habe mit dem anderen Flug, habe ich auch ein etwas längeres Gespräch geführt. Auch wir haben uns Tiernamen gegeben. Ja. Aber auch der flücht jetzt. Es waren zwei sehr spannende Tage, die ich hinter mir habe. Muss ich auch nochmal, komm, wir können mal ein bisschen einmal so ein Schlückchen. Na komm, gönn dir mal so ein. Gewicht ist angewählt. Oh nee, muss ich die erst voll machen, die Tanke? Mach doch sowas nicht mit dem Diego. Ich muss jetzt nicht echt die Tanke erst voll machen, ne? Oh nee. Ich dachte, das wäre hier eine 0815 Standard-Tanke. Ist denn die überhaupt ein Trigger? Ich kenne mich ja nicht aus hier. Stehe ich mit meinem Fahrzeug da drin, da sind so viele Trigger. Das ist halt die. Die Dach hin oder? Ach so. Das ist der Türtrigger, okay. Tja. Das müssen wir noch mal genau erkunden. Was denn hier mit der Tanksäule ist. Die ist bestimmt leer. Die muss ich bestimmt erst befüllen. Weil da ist ja auch so ein Gullidackel neben. Da muss ich bestimmt erst den Dackel öffnen. Ne? Und dann gehen lassen, Kapelle. Das gehe ich hin. Kriegen wir alles hin. Ich glaube, wir kriegen das alles hin. Ist alles nur eine Frage der Spieldauer. Ob das jetzt bis zum 19. noch was wird, das weiß ich auch nicht. Wir fahren mal zum Händler. Ich weiß gar nicht, was ich überhaupt beim Händler will. Da müsste die Ladefront... ich habe ja beide Frontladerschlepper verkauft, fällt mir gerade ein. Ich muss so einmal zum Haupthof, also zum Kuhhof. Der Kuhhof ist mein Haupthof. Einmal kurz gucken, was da so an Frontlader-Gedöns rumsteht. Und sonst, ach, die Büsche sind, ah doch, schade, die Büsche haben sie nicht gefixt. Das hat mich letztes Mal schon so gestört, dass die immer Schutt werden, die Büsche. Aber gut, ne? Ich möchte nicht mit denen tauschen, das ist eine Heidenarbeit. Und wenn ich nur daran denke, ich habe hier ein bisschen an drei Schleppern Reifen gemacht und einen Fluch umgebaut. Und ich habe zwei Tage lang Pest, Tod und Teufel gehabt. Ich möchte nicht wissen, wie das ist, wenn man eine ganze Map baut.
Ich glaube mal, also mich könntest du danach einliefern. Ich wäre danach irgendwie ein Unikum. Die Tanksäulen gehen alle nicht. Warum denn nicht? Da ist noch irgendein Trick bei den Tanksäulen. Ach, auch hier, der muss auch erst befüllt werden, sagt er. Der hat auch ein Snüffelstück. Ach, richtig. Habe ich doch gelesen, in der Beschreibung stand, dass man nur am Haupthof erstmal tanken. Was ist denn für jetzt gefüttert? Oh, nee. Was habe ich getötet? Ach, nur den Haufen, Gott sei Dank. Ist nichts passiert, YouTube. Ist nichts passiert. Aber dann, wenn ich eh zum Händler muss, könnte ich auch eigentlich mal die Silageballen mitnehmen. Ich meine, müsste ich aber vielleicht noch ein Klötzchen hinten dran hängen, ne? Kann ich hier vorwärts raus? Ich kenne mich noch nicht so gut aus auf der Map, aber es funktioniert wirklich, ne? Also weil, okay, man kann hier raus, das ist schön. Weil die Map halt sehr natürlich ist, ne? Wenn man jetzt wirklich zwei, drei Mal an derselben Stelle vorbeigefahren ist, dann prägt man sich das ein. Jedenfalls für den Moment, wo man die Map spielt. Wenn ich natürlich wieder zwei Wochen nicht spiele, komme das erste Mal auf die Map, muss ich auch mal erst einmal gucken. Ne? Aber ich denke, das ist noch halbwegs normal. So, dann nehmen wir den ganz dicken mit. Der ganz dicke ist ein bisschen übertrieben eigentlich. Ich wollte ja nur einen Bellekin holen. Okay. Angedingst hier. So. Zeigt mir leider nicht an, welches Gewicht ich hinter habe. Aber ich glaube, das ist das ganz große. Ist ein bisschen übertrieben, nur für so einen Silageballen. Na gut. Ne? So, der Rest müsste beim Händler stehen. Und dann, ja, ich müsste eigentlich andere Sachen machen. Eigentlich gar keine Zeit, jetzt die Bellekes zu holen. Aber ist jetzt doof, weil ich eh schon quasi dahin will. Ist jetzt doof. Oder zumindest lasse ich den. Genau, ich lasse den Kram da schon mal stehen. Dann steht das schon mal da. Für die Dinge, die dann kommen mögen. Sir, würden Sie bitte den Seitenstreifen benutzen beim Spazierengehen? Dankeschön. Ja, ich meine, ist schön hier, ne? Also es verleitet ja auch hier ein bisschen rumzuschlundern und so. Ich kann das verstehen, ne? Wenn ich hier wohnen würde... Ey, Alter. Ich hatte doch tatsächlich gerade den Zeige- und Mittelfinger neben dem Lenkrad, als wenn ich den Blinkerhebel betätigen wollte. Kennt ihr das? Also wie man beim Autofahren den Blinker... Das ist mir, glaube ich... Das, also jetzt mal ohne Scheiß. Das ist mir beim LS noch nie passiert. Das war gerade das allererste Mal. Also, dass ich es also bewusst mitgekriegt habe. Wäre da ein Blinkerhebel an meinem Lenkrad gewesen, ich hätte den betätigt. Das hat es so noch nicht gegeben, YouTube. Geile Map. Geile Map. Kann man nicht anders sagen. Was denn? Kann man denn hier auch nicht tanken? Ich suche immer noch eine Tanke, ne? Ey, das habe ich auch wirklich noch nie gehabt. Oh, jetzt bin ich doch vorbeigetappt. Oh, hier kann man tanken. Dann fürchte den Motor ab, wenn er tanken will. Und danach macht er den Motor wieder an. Alter. Respekt, Respekt. Habt ihr eben am Hof ein Schüppchen gesehen? Ich glaube, ein Schüppchen war da auch noch nicht, ne? Jetzt will ich überlegen, ich nehme den Großen. Eigentlich reicht der Kleine, aber ich habe immer gerne den Großen wegen der Hubhöhe, ne? So, die Zange liegt da schon. Okay, okay, okay. Kann ich euch kurz zeigen, was ich auch noch geändert habe. Fahren den Anhänger mal hier so hin. Ach, guck mal, ich habe nur das 1600er Gewicht. Das ist ja gut. Habe ich ja instinktiv ein einziges Mal in meinem Leben was richtig gemacht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das eine geplante Aktion war. Mau! Ja, ach, du miese Katze. So, weil hier ist nämlich noch was passiert. Habe ich jetzt den Frontlader anhängen, bräuchte das Gewicht nicht mehr.
Nee. Also ich wollte eigentlich gerade zeigen, dass ich die Kolli ein bisschen kleiner gemacht habe und man jetzt den Frontlader wesentlich besser dran kriegt. Ich kann es euch einmal kurz zeigen. Es tut ja nicht weh. Tu mal das Frontviech einmal hier vorne hin. So. Ja, so viel Zeit muss sein, YouTube. Wir müssen uns doch auch mal ein bisschen hier vergnügen. Ne? Habt ihr gesehen? Ja? Habe ich auch geändert. Das andere gefiel mir nämlich nicht. Mit hier Knöpfchen drücken. Ist eine Giant Standard-Funktion, ne? Und ich meine, gut, für die Leute, die jetzt eh aussteigen, um anzukuppeln und so, macht das vielleicht Sinn, ne? Aber für mich als Halbautomatik-User, das ist schon fast Vollautomatik, ne? Macht das einfach keinen Sinn, ne? So, und hier, ach, wie gesagt, der Frontlader ist ein bisschen zu groß. Aber ich glaube, das Video mit der Collibox habt ihr gar nicht gesehen, ne? Jetzt warte mal. Wenn wir schon durcheskalieren. Oh. Falsche Taste gedrückt. Nein, was ist passiert? wenn wir schon völlig durcheskalieren, YouTube, ne? Und wir eh schon eine Überminute haben, ne? Dann machen wir es auch richtig. Ja, wenn schon, dann richtig. Ich zeige euch die anderen Schlepper auch noch, keine Angst. Oh, den alten Kultivator weggebumst. So, kommen wir kurz ran hier. Oh, reparieren könnte ich auch schon zum ersten Mal. Ja, ist so gut, dass ich hier bin, ne? So. Das wird ja auch mein Thumbnail und deswegen muss man sich auch mal ein Minütchen Zeit nehmen. Wir hüpfen von hinten auf den Schlepper. Fenster ist ja offen, ne? Dann geht das. So. Wie lange habe ich darauf gewartet? Lässt du mal bitte das... Oh. Diego, da war gar kein Weg für dich. Jesus. Jesus Christ. Ich habe noch keinen Titel für dieses Video. Außer Rattenscharf oder so vielleicht noch. Wie machen wir das denn? So. YouTube. Mir war es eine Ehre, für euch ein bisschen Westerrade zocken zu dürfen. Über Minuten ohne Ende, weil ist ja auch schön hier. Diego ist draußen. Habt euch lieb.